feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Bitte suchen Sie sich einen Platz. Sie können gerne noch weiter vorkommen oder auch eher hin. Ich habe nur gesehen, das Kuppellicht hinten ist ausgefallen. Also wenn es Ihnen zu dunkel wird hinten, dann kommen Sie nach vorne. Hier vorne ist es schön hell. Und Sie riechen auch den Duft der Blumen, weil Sie sehen, es ist ein Blumenmeer heute hier, weil gestern eine Trauung war. Herzlich willkommen. Von ganzem Herzen suche ich dich. So steht es in den Psalmen an einigen Stellen. Und wir wollen uns heute auch ein wenig auf die Suche begeben. Lieb die Wahrheit und den Frieden. So habe ich die Predigt heute genannt als Titel. Und es geht auch heute darum, dass das in gewisser Weise so ein Motto, die Quintessenz, zusammengefasst in wenigen Worten sein könnte, was uns als Religionen verbindet, was uns als Christentum, als Christinnen und Christen, aber auch Jüdinnen und Juden, Muslime und auch viele andere Menschen guten Willens zusammenhält. Liebt die Wahrheit und den Frieden. Dass das nicht so einfach ist, das zeigt auch der heutige Sonntag, der in der evangelisch-lutherischen Kirche als sogenannter Israel-Sonntag zumindest in manchen Gemeinden gefeiert wird. Israel-Sonntag deshalb, um sich an die Wurzeln des Judentums zu erinnern. Wir als Christentum kommen ja aus der Religion des Judentums heraus. Und deshalb ist es heute eigentlich ein guter Moment, auch als kleine Schar, die wir heute sind, an einem sonnigen oder vielleicht auch verregneten Tag, wir wissen noch nicht, was er bringt, sich darüber ein wenig Gedanken zu machen, Gott dafür zu danken, woher wir kommen und Gott darum zu bitten, uns auf allen Wegen, die wir gehen, auch zu begleiten und bei uns zu sein. Kurz zum Gottesdienst. Ich sehe schon, Sie haben die Masken abgenommen. Sie können die Maske abnehmen, wenn Sie sitzen, denn Sie haben ausreichend Abstand zueinander. Nur wenn Sie sich im Raum bewegen oder, und dazu komme ich leider, wenn wir singen wollen, dann sollen wir die Maske aufsetzen, so heißt es. Und ich mache die Begrüßung jetzt, weil das erste Lied, die güldene Sonne, wir singen können, wenn wir die Maske aufsetzen. Die güldene Sonne, voll Freud und Wonne, vielleicht kommt sie heute ja noch, die Strophen 1 bis 3.
Lasst uns beten. Dazu bitte euch aufzustehen. Lausch, oh Gott, unserem Gebet. Entzieh dich nicht unserem Flehen und achte auf uns. Gib uns Antwort auf unsere Fragen. Schau doch, Gott, wie wir manchmal umherstreifen in unserem Jammer, wie verstört wir oft sind von den vielen Stimmen, die auf uns einprasseln. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, heißt es, und ein Licht auf unserem Weg. Dafür danken wir dir, Gott. Denn wenn du dich bitten lässt, dann heißt es, du gibst uns eine Ahnung davon, wohin dieser Weg, unser Weg, uns führen soll. Ja, es ist schön, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Du hast deinem Volk, dem jüdischen Volk, als Ziel das Land, in dem Milch und Honig fließen, vor Augen gemalt. Aber du hast ihnen auch eine weite und beschwerliche Reise versprochen. Und auch uns versprichst du ein Ziel nach einer weiten und beschwerlichen Reise. Und auf diesem Weg sind wir. Wir vertrauen darauf, dass es dein Weg für uns ist. Ein Weg für mich, für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und dass du uns die Kraft dafür gibst und deinen Geist für uns öffnest und uns auch die Augen öffnest, dafür danken wir dir. Du flößt uns Vertrauen ein, immer wieder, dass wir mit neuen Möglichkeiten rechnen. Ja, Gott, noch bevor ich dich suche, da bist du schon da. Wenn ich dich als Vater anrufe, dann hast du längst schon mich wie eine Mutter geliebt. Wenn ich Herr zu dir sage, dann gibst du dich als Bruder zu erkennen. Und wenn ich deine Brüderlichkeit preise, dann kommst du mir geschwisterlich entgegen. Danke, Gott. Immer bist du es, der mich zuerst geliebt hat. Das möchte ich nicht vergessen. Amen. Herzlich willkommen. Als Text möchte ich etwas vorlesen, das man seinen Enkeln und seinen eigenen Kindern, aber eigentlich allen Menschen immer wieder erzählen kann. Es ist eine Stelle aus dem 5. Buch Mose. Ich habe sie auch einfach zum Mitlesen, falls Sie das wollen oder auch mitnehmen, hinten auf das Sonntagsblatt gedruckt. Es ist das 5. Buch Mose, das 5. Buch der Bibel, eines der vielen Bücher, die wir gemeinsam mit dem Judentum als Heilige Schrift sehen. Im 5. Buch Mose heißt es: Ich habe euch die Gebote und Weisungen gelehrt, die ich vom Herrn, meinem Gott, empfangen habe, sagt Mose zu seinem Volk. Und da, ihr sollt danach leben, auch wenn ihr in das Land kommt, das Gott euch schenken will. Haltet euch an diese Gebote, befolgt sie. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Und wenn sie von euren Gesetzen hören, dann werden sie sagen, dieses große Volk, das besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, dann hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe? Hütet euch bloß davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Mit Kindern, mit Enkelkindern, mit Schülerinnen und Schülern, mit Studenten und Studentinnen, aber auch mit den eigenen Eltern und Großeltern über den Glauben zu sprechen, über die Erzählungen des Glaubens, so wie es hier im 5. Buch Mose ja gesagt wird, das ist immer eine spannende Sache. Und es ist auch spannend, zurückzublicken, ein wenig in die Erzählungen unserer Gemeinde, unserer Kirche hier in Österreich. Da hat es 1996, also vor 25 Jahren, ein kleines Jubiläum eigentlich, eine Grundsatzerklärung gegeben unserer Kirche, der evangelischen Kirche in Österreich, der reformierten Kirche, der Kirche HB.
Und da ist in 19 kurzen Artikeln, man könnte sie mal wieder erneuern, im 18. Kapitel etwas ganz Wichtiges gesagt, dass man auch seinen Kindern und Enkelkindern und den Menschen, die es wissen wollen, erzählen soll. Da heißt es als Selbstverständnis, Selbstausdruck der reformierten Kirche in Österreich, Gott geht einen Weg mit den Juden und Jüdinnen und einen mit den Christen und Christinnen. Die Heilige Schrift der Juden und Jüdinnen ist auch für uns als Altes Testament Heilige Schrift. Das Verständnis des mosaischen Gesetzes als die gute Gabe Gottes und die Predigt der Propheten haben die Reformation geprägt. Und deshalb verurteilt unsere Kirche den Antisemitismus in jeder Form. Sie sucht Begegnung und Versöhnung mit den Juden und Jüdinnen und lehnt daher christliche Judenmission ab. Ein klares Statement vor 25 Jahren. Es ist schade, dass man den Antisemitismus heute anscheinend noch mehr als vor 25 Jahren bekämpfen muss, etwas entgegensetzen muss. Und heute in dem Gottesdienst wollen wir ein wenig auf die jüdischen Wurzeln, aber auch auf das Ziel, auf das wir gemeinsam mit Judentum hinsteuern, dann noch in der Predigt hören. Aber jetzt singen wir ein Lied, in dem es um Frieden geht, das Lied 430, Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die Strophen 1 bis 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn man in Wien mit einem Taxi unterwegs ist, dann kann man ganz schöne Überraschungen erleben, so wie ich vorgestern. Ich hatte als Thema die Wahrheit und den Frieden liebt. Mir am Montag schon ausgedacht, so als positiven Blick auf Sonntag hin. Und dann fahre ich mit dem Taxi und meinen Kindern durch Wien und komme mit dem Taxifahrer, ich sitze neben ihm, ins Gespräch, weil er hat gesehen, dass wir aus der Kirche rauskommen. Hat er gemeint, arbeiten Sie da? Sage ich, ja, ich bin ein Pfarrer. Also, und er dann so evangelisch, das hat er gewusst, super, ne? Ja, evangelisch und wegen der Kinder auch und ja. Müssen Sie sich nicht verstecken, sage ich, nein, aber das macht keiner. Und dann haben wir geplaudert und er hat gesagt, er kommt aus der Türkei, also vor Urzeiten, er ist in Wien aufgewachsen, aber er kommt aus der Türkei und er ist Muslim. Und er hat gesagt, wir haben uns dann über einiges unterhalten, zum Beispiel über den Kirchenbeitrag, was er überhaupt nicht versteht, weil er meint, man sollte in einer Religion eigentlich einen freiwilligen Beitrag zahlen.
Und wer sind wir, dass wir jemanden aus der Kirche ja hinaus befördern, nur weil er den Beitrag nicht zahlt? Es waren interessante Gespräche, wo ich auch sagen muss, das ist auch immer ein Punkt, wo ich auch überlege und denke, das ist kein gutes System. Aber egal. Auf jeden Fall, wir haben uns dann unterhalten. Natürlich, er ist dann auch darauf gekommen und gesagt, nein, nicht alle Muslime sind Terroristen und sie brauchen keine Angst haben. Ich bin kein Terrorist. Ne? Weil ich gesagt, das glaube ich auch nicht. Und dann hat er davon gesprochen, dass eigentlich alle Religionen sich an einem Punkt treffen. Ich habe gesagt, jetzt wird es spannend, ja. Glaube ich auch. Alle sind für Wahrheit, für Gerechtigkeit und Frieden. Oder? Was meinen Sie als Pfarrer? Dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ja. Ich kenne nicht alle Religionen, aber die, die ich kenne, bei denen würde ich das auch denken. Und dann hat er gemeint, ja, aber keine Religion schickt eigentlich Menschen damit aus, also man kann nicht sagen, ja, keine Grundfesten, keine Texte oder keine Grundlagen einer Religion schicken einen Menschen hin, um einen anderen Menschen ja, Gewalt anzutun. Und wenn man das macht, ist es falsch. Und ich habe mir gedacht, unglaublich, das Gespräch war dann noch länger, ich höre jetzt auf, aber die Wahrheit und den Frieden liebt, auf das konnten wir uns verständigen. Auch über den Kirchenbeitrag, aber das ist eine andere Sache. Und ich habe als Text einen Text genommen heute für die Predigt, weil es so üblich ist, aus der Bibel, den Text Zacharia aus dem Prophetenbuch, ja Zacharia, aus dem 8. Kapitel. Weil dieser Prophet hat vor 2500 Jahren ein Bild geschaffen, Martin Luther hat es dann in die deutsche Sprache wunderbar ja, hinübergeführt, sodass man sich das handgreiflich auch vorstellen kann. Und das möchte ich Ihnen heute einfach in der Predigt dann auch ein bisschen ausführen. Der Prophet Zacharia sagt, so spricht der Herr der Herrscher. Es werden noch Völker und Bewohner vieler Städte kommen. Und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, den Herrn um Gnade anzuflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen. Auch ich will gehen. Und viele Völker und mächtige Nationen, die werden kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscher. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ja, liebe Gemeinde, das wäre eine tolle Antwort auf die Frage, warum wollen Sie in der reformierten Kirche eintreten? Ich habe gehört, dass Gott mit euch ist. Das habe ich zwar noch nie gehört, aber vielleicht tun es manche wirklich auch aus dem Grund, eintreten in die Kirche, in diese Kirche oder auch in anderen. Weil ich gehört habe, dass Gott mit euch ist. Es ist ein wunderbares Kompliment. Es ist ja ein Satz, der aus dem innersten Herzen herauskommt, dass hier ein fremder Mensch sich an den jüdischen Mann, ja an seinen Rockzipfel dranhängen. So hat es Luther übersetzt. Sie berühren den Saum seines Gewandes, aber eigentlich greifen sie zu. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt wirklich, sie packen zu und lassen ihn nicht mehr los, denn sie wollen Gott näher kommen. Ganz so wie ein kleines Kind, das am Rockzipfel seiner Mama hängt oder vielleicht auch am Bein des Vaters, damit nur ja nicht die Eltern verloren gehen. Und das Bild ist ja dann auch später, in späteren Jahren, selbst wenn die Kinder groß geworden sind, man möchte die Eltern nicht verlieren. Und manchmal nicht loslassen, auch wenn man von ihnen weit getrennt sein sollte. Aber hier geht es um Menschen, um Nationen, um Völker, die Gott aus den Augen verloren haben. Und die wird hier, ja, über die wird hier berichtet. Und sie versuchen, Gott wiederzufinden. Das ist, denke ich, der springende Punkt. Alle, die den Weg zu Gott verlassen haben oder nicht gefunden haben oder verloren haben, so wie es uns ja manchmal vielleicht auch geht, man sucht Gott. Ja, aber die regt dieses Bild hier an, doch sich vielleicht an den Rockzipfel eines gelehrten jüdischen Mannes oder einer gelehrten jüdischen Frau, ja, in einer modernen Übersetzung wird das auch so gesagt, sich da einfach dran zu hängen und mitnehmen zu lassen. Und das möchte ich heute mit Ihnen tun.
sie sozusagen am Rockzipfel ein bisschen mitnehmen. Dass das nämlich auch bei Jesus als Bild wiederkommt, ich habe das nirgends gefunden, aber diese Parallele, auch Jesus in seiner Umgebung, viele dachten, wenn sie sich nur an den Saum seines Gewandes, ja, hier hat Luther leider nicht Rockzipfel übersetzt, aber es ist das Gleiche, wenn sie sich nur an den Rockzipfel seines Gewandes hängen, dann wären sie geheilt, da wären sie gerettet. So heißt es etwa bei Matthäus im 14. Kapitel, als die Leute damals Jesus erkannten, da schickten sie Boten aus in die benachbarten Orte und man brachte alle Kranken zu ihm. Und diese baten Jesus wenigstens ein Stück seiner Kleidung, ja, die Quasten, wird oft gesagt, berühren zu dürfen. Und das heißt, und alle, die das taten, wurden gesund oder wurden gerettet. Das Wort kann man so und so nehmen. Und hier bei Sacharja heißt es, Sacharja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen, einer jüdischen Frau ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Hat sich hier bei Jesus also erfüllt, was Sacharja geträumt hat? Christen und Christinnen könnten jetzt den kurzen Weg nehmen und sagen, ja, das ist auf Jesus gemünzt, aber ich habe es vorhin schon vorgelesen aus unserer Grundsatzerklärung. So einfach wollen wir es uns jetzt nicht machen und sagen, Jesus ist die Erfüllung dieser Prophezeiung. Sacharja ist ja ein Prophet, der Visionen hatte. Dadurch zeichnen sich die Propheten ja aus. Mein Mathematiklehrer hat immer gemeint, wer Visionen hat, gehört zum Arzt oder wird Pfarrer. Sacharja ist aber einer der Propheten, die gemeinhin als die 12 kleinen Propheten genannt werden im Alten Testament. Das ist eigentlich ziemlich gemein, denn ein Prophet wie Amos, Haggai, Maleachi und all die anderen Bücher und eben Sacharja auch, als kurze Propheten müsste man sie nennen, weil sie eher kürzere Bücher sind. Schnell mal zum Durchlesen, also wenn Sie Zeit finden, nehmen Sie sich mal Amos her, mit seiner Sozialkritik und politischen Kritik, auch heute noch brandaktuell. Oder nehmen Sie sich Sacharja her, wenn Sie es eher träumerisch haben wollen, denn er bringt 8 Visionen, die ich jetzt nicht alle bringe, aus Zeitmangel, aber er hat 8 Visionen, die sich dann zu einem großen Gesamtbild eigentlich fügen. Es ist sein Visionszyklus und es gibt da so ganz bekannte Bilder, wie die apokalyptischen Reiter, Hörner und Schmiede wird gesprochen, von einem eigenartigen Mann mit Messschnur, von 2 Ölsöhnen, von einer fliegenden Schriftrolle. Ja, in der Schule kommt das immer besonders gut an. Kein fliegender Teppich, aber eine fliegende Schriftrolle. Eine Frau im Hohlmaß und 4 Wagen. Dann gibt es noch goldene Krone, Anleitungen für einen guten Gottesdienst. Ja. Und am Schluss diese letzte Vision, mit der wir heute uns beschäftigen. Es ist eigentlich eine wunderliche und auch eine wunderschöne Versprechung. Ein Heilsversprechen, eine Zusage Gottes. Dass nämlich andere sich mit auf den Weg des jüdischen Glaubens begeistern lassen für Gott. Ganz fremde Nationen, Religionen. Hier wird von 10 gesprochen. Damit ist einfach gemeint, viele, alle, wie auch immer, machen sich auf den Weg und suchen Gott. Das klingt schon eher fantastisch in einer Zeit, wo man sich denkt, immer weniger Menschen suchen nach Gott und Religionen ist eher ja, ein Minderheitenprogramm. Aber hier heißt es, am Ende aller Zeiten oder auch unterwegs werden sich immer wieder Menschen an den Rockzipfel von jüdischen Gelehrten hängen. Wenn man nur kurz in die Entstehungszeit, ganz kurz, dieses Textes zurückschaut, dann muss man wissen, zu dieser Zeit ging es dem jüdischen Volk gar nicht gut. Vor 2500 Jahren, da war quasi zurückliegend die Eroberung ihrer Nation, Judäas, und die Zerstörung ihres Tempels, ihres Heiligtums, noch gar nicht so lange vergangen. Und die Menschen wurden von ihrem Land in Judäa, also Israel, deportiert, ganz viele, nach Babylonien. Das sind zwar nur 870 Kilometer Luftlinie, aber mehr als 5000 Kilometer auf Straßen und Wegen, die man zurückzulegen hat. Und es war die babylonische Herrschaft, die sozusagen eine Zwangsdeportation durchgeführt hat. Und das jüdische Volk hatte sich in einem fremden Gebiet,
ja, in einem Gebiet mit fremden Sprachen in Babylonien zurechtzufinden. Und sie haben gerade eins nicht gemacht. Sie haben sich nicht assimilieren lassen. Sie haben sich nicht zu stark integriert. Sie haben auf ihre Feste und Feiern geschaut, auf ihre Sprachen, ihre Geschichte, ihre Erzählungen, ihre Legenden und auch ihre Religion und ihren Glauben. Und gerade hier in dieser schrecklichen Stunde des jüdischen Volkes, da kommen natürlich die Fragen, wie kann Gott uns dieses schreckliche Schicksal aufbürden oder wie kann Gott das alles zulassen, dass andere Religionen sich über uns lustig machen, lästern, lachen, uns töten. Gerade hier hinein kommen diese Texte und deshalb klingt es schon richtig fantastisch, wenn es heißt, am Ende aller Zeiten werden sich alle Nationen an euch orientieren, wenn es darum geht, Gott zu suchen und Gott zu finden. Glauben heißt, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt und hier auch als kleinen Spruch nochmal drauf notiert, Glauben ist die Fähigkeit, in Gottes Tempo zu gehen. Das hat der jüdische Philosoph Martin Buber etwa gemeint. Sich auf den Weg zu machen, nicht in seiner eigenen Geschwindigkeit, sondern in der Geschwindigkeit Gottes. Das Bild gefällt mir deshalb gut, weil es etwas in Bewegung bringt. Anders als ich gehe, vielleicht kennen Sie das, mit einem Gespräch in eine Hütte und Gott sitzt dort, wartet auf mich. Ein Gespräch mit Gott in einer Hütte an einem See gefällt mir weniger gut, als dieses auf den Weg zu machen, sich auf den Weg zu machen und im Tempo Gottes durch sein Leben zu gehen. Eher so wie ein Kind hat mal gesagt, das ist wie auf dem Surfbrett reiten, auf den Wellen, ja, so unterwegs. Man weiß noch nicht, wie hoch man gelangt, man weiß noch nicht, wie lange man am Brett bleibt, aber man versucht es immer wieder. Glaube, und da treffen sich jüdische und reformierte Ansicht auf jeden Fall und auch evangelische, Glaube lässt sich nicht erzwingen. Ja. Die religiöse Praxis, so wie jetzt zum Beispiel dieser Gottesdienst oder auch andere Praktiken, die wir haben beim Glauben, das Gebet, ja, und vieles andere, das ist eher das Training, das ist eher so die Einübung hinein, aber es ist nicht, dass man durch das allein hineinkommt in den Glauben. Um jetzt uns ein wenig an den Rockzipfel von jüdischen Gelehrten zu hängen, da wird gemeint, wir sollen nicht zu viel wollen. Das ist schon mal schlecht. Wir sollen nicht zu viel erwarten. Auch das ist nicht gut. Wir sollen nicht zu viel fasten, uns nicht zu viel kasteien und uns nicht zu viel entsagen. Buddhistinnen und Buddhisten würden sagen, nehmen Sie den mittleren Weg. Nicht den radikalen und auch nicht den zu liberalen. Nehmen Sie den mittleren Weg. Glaube ist vielleicht etwas wie, ja, das mir wie ein Geschenk zufällt. Dazu eine jüdische Erzählung, um uns jetzt an den Rockzipfel der gelehrten jüdischen Philosophen zu hängen und Rabbis. Da gibt es eine Geschichte, da heißt es, ich reiste mit einer Kutsche und sie wurde von 3 Pferden gezogen. Jedes hatte eine andere Farbe, aber kein Pferd wieherte. Ich verstand nicht, warum die Tiere stumm waren. Bis zu dem Tag, an dem ich einem Bauern begegnete und der mir zurief, die Zügel doch locker zu lassen. Und auf der Stelle begannen die 3 Rosse zu wiehern. Von Elie Wiesel ist diese schöne Geschichte, dass zu viel Zwang im Glaubensleben, ja, das Glaubensleben auch ersticken kann. Da kann die Seele nicht schwingen oder swingen, wie mal jemand gemeint hat. Also, angeblich gibt es aber, ob wir auf dem Weg hin sind zu Gott, klare Anzeichen dafür. Die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. So soll etwa ein Rabbi einmal gefragt worden, seine Schüler gefragt haben, und Schülerinnen hat er nicht, aber die Schüler gefragt haben, liebe Schüler, wann beginnt der Tag? Was meinen Sie? Wann beginnt der Tag? Der erste Schüler sagte und fragte zurück, ist immer gut, zurückfragen. Beginnt der Tag, wenn ich von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Nein, sagte der Rabbi. Der zweite Schüler fragte, beginnt der Tag, wenn ich von Weitem einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann? Ist gar nicht so leicht. Nein, sagte der Rabbi. Ja, Rabbi, wann beginnt denn der Tag? Fragten jetzt die Schüler etwas genervt. Und der Rabbi sagte, der Tag beginnt, wenn du in das Gesicht eines Menschen blickst
und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist noch Nacht bei uns. Bis dahin ist es noch finster. Der Tag zeigt sich dann, wenn wir endlich begreifen, was in der gesamten Bibel schon gesagt wird, aber auch in der Evolutionsbiologie gesagt wird, dass wir alle schließlich Schwestern und Brüder sind, Geschwister sind. Jetzt wissen wir alle, wir sind nicht immer nächstenlieb zu unseren Nächsten. Wir sind nicht immer lieb, wir können nicht immer freundlich und nett sein. Aber sich wenigstens daran zu orientieren, ja, das ist vielleicht etwas, was man lernen sollte. Natürlich sollte man sich nicht an jeden Rockzipfel dranhängen. Ja, das allein kann einen auch nicht unbedingt selig machen. Und es gibt doch hier eine schöne rabbinische Geschichte. Ein Rabbi meinte mal, wenn ihr den Rockzipfel, den richtigen Saum finden wollt, ja, dem ihr nachfolgen sollt, dann unterscheidet zwischen Pelz und Brennholz. Und die jüdische Geschichte dahinter, ein Rabbi sagte einmal von einem anderen Rabbi, ist immer böse, wenn man über einen Kollegen lästert, aber er hat gesagt, das ist ein Rabbi im Pelz. Und die Schüler fragten ihn, wie das zu verstehen sei. Und er erklärte, schaut, einer kauft sich im Winter einen Pelz, genau. Ein anderer, so wie ich, kaufe Brennholz. Was ist der Unterschied? Jener will nur sich, dieser auch den anderen Wärme spenden. Seine Schwestern und Brüder im Blick zu haben, das ist etwas, was uns als Religionen verbindet. Und das hat auch zum Beispiel der Taxifahrer bei der Fahrt auch gemeint, ne? Auf seine Mitmenschen zu schauen. Das verbindet uns ja auch. Das Eigenartige von Geboten und Regeln ist aber, dass wir sie, auch wenn wir sie auswendig gelernt haben, es noch nicht heißt, dass wir sie auch anwenden können. Allein das Studieren von den zum Beispiel 613 Geboten, die es im Judentum gibt, ja, allein das macht jetzt auch noch nicht einen Menschen aus, der sich auf dem richtigen Weg befindet. So hat ein anderer Rabbiner mal gemeint, ich hörte eines Nachts, wie ein Mann die 613 Gebote vor sich her sagte. Ganz so, wie man die 10 Gebote lernt. Ne? Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und er sprach scherzend, was sagt ihr nur diese Gebote her? Die sind nicht zum Hersagen, die sind zum Erfüllen. Also, auch da kann man doch einiges lernen, dass wir mit dem, wie wir leben, ja, den Worten folgen sollen, sozusagen die leeren Worte sind nicht Lernworte, sonst sind sie leere Worte, sondern es sind Lebensworte, die einem im Leben, durchs Leben tragen sollen. Und dass Jesus auch ein wunderbarer Rabbi war, der gewusst hat, worum es im Leben wirklich geht. Es gibt nur eine einzige Sorge, die uns als Menschen erlaubt ist, meint er. Vielleicht wissen Sie es eh. Sage ich nichts Neues. Wir Menschen sollten keine Sorgen, uns nicht zu viele Sorgen machen. Nur eine einzige Sorge sollten wir uns auch schon machen. Nämlich die Sorge darüber, dass wir uns Sorgen machen. Jesus hat gemeint, jeder Tag hat seine eigene Plage. Also sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Wir tun es natürlich schon. Und auch hier ist das Wunderbare, dass man sich im Judentum immer wieder findet mit Menschen, mit echten Menschen, die Fehler haben, Macken haben, Eigenarten haben. Und dass es auch nicht immer funktioniert, das, was man sich vorgenommen hat und worauf es wirklich ankommt, das möchte ich jetzt an den Schluss stellen der Predigt. Da gab es einmal so eine rabbinische Geschichte, einen Schmied, der wollte erfolgreich sein. Und dafür kaufte er sich einen Amboss, da besorgte er sich einen Hammer. Und er kaufte sich einen Blasebalg und er richtete die Schmiede ein und er machte sich sofort an die Arbeit. Aber es war alles vergeblich. In der Schmiede, da regte sich nichts. Warum? Da sagte ihm ein alter Schmied, den er dann schließlich um Rat gefragt hat, schau, du hast alles, was du brauchst. Amboss, Hammer, Blasebalg. Aber der Funke fehlt. Der Funke kommt von Gott. Das wäre dann die Antwort auf diese Frage. Gott gibt den Funken in unserem Leben, sozusagen, wenn wir alles andere vorbereitet haben, so die Ansicht. Und
Wir haben alle unterschiedliche Zugänge zu Gott. Alle unseren eigenen Weg. Wir müssen niemals in den Fußspuren der anderen gehen. Und was wäre das auch für ein Gott, der nur einen einzigen Weg hätte, auf dem man ihm begegnen und dienen kann? So hat es Martin Buber mal gemeint. Doch ziemlich armselig. Jeder Mensch, jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Und der Prophet Sacharja meint eben hier dieses Bild, das beschreibt es ganz gut, sich hier und da an den Rockzipfel eines jüdischen Gelehrten, einer jüdischen Gelehrten zu hängen und sich dann und wann noch ja alles andere sozusagen zukommen lassen. Alles andere Gott zu überlassen, dass der Funke dann kommen wird. Wir als Christinnen und Christen hängen uns da an unseren jüdischen Rabbi, an Jesus, und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Sich dran zu hängen an seinen Rockzipfel und immer wieder zu schauen, wo er uns hinführt. Mit seinen Geschichten, mit dem, was er gesagt hat und mit dem, wo er sich finden lässt. Diese spannende Reise wünsche ich uns allen jetzt in der kommenden Zeit. Dass der Funke überspringt. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir fürchten uns oft davor, denn oft haben wir den Eindruck, du bist nicht bei uns. Du bist nicht ganz bei uns. Und wie kannst du das auch? Wie solltest du Zeit haben für jede und jeden Einzelnen von uns? Wie kannst du ein offenes Ohr haben für all das, was wir dir zu sagen haben? Alles, was uns bedrückt. Die Schmerzen, die Einschränkungen, die Not. Wie kannst du ein offenes Ohr haben für auch unsere Freude, unseren Jubel, unser Glücklichsein, wenn es uns gut geht, so richtig gut. Wenn wir uns einfach nur am Leben freuen wollen und andere mitfreuen lassen wollen. Wie geht das? Wie kannst du offene Arme haben, um jeden von uns aufzufangen, wenn wir fallen? Wenn wir abstürzen mitten im Leben oder auch am Ende unseres Lebens oder auch schon am Anfang unseres Lebens, wie viele Arme musst du haben? Und wie groß, Gott, muss dein Herz sein, wenn du uns alle in dein Herz schließen willst? Jede Kreatur, alle Geschöpfe, du hast Interesse an jedem von uns. Wie groß muss dein Herz sein, Gott? Wie groß müssen deine Gedanken sein und wie zahlreich deine Pläne? Wie unendlich groß muss auch deine Geduld mit uns sein. Du, Gott, sagst mir, ich habe immer Zeit für dich. Meine Ohren hören jedes deiner Worte. Ich spüre alle deine Schwingungen. Ich habe unendlich viele Arme und mein Herz, das kennt keine Grenzen.
Meine Gedanken sind zahlreich wie die Sterne am Firmament, zahlreich wie die Körner Sand auf jedem Strand und auch so zahlreich wie die Züge auf einem Schachbrett. Denn jedes Geschöpf, jeder Mensch an deiner Seite ist mein Ohr. Jedes Geschöpf, das dich umarmt, ist mein Arm. Jedes Herz, das für dich schlägt, ist mein Herz. Und alle eure Gedanken sind auch meine Gedanken. Danke Gott für diese Worte. Du bist, und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Können Sie Platz nehmen und wir singen von dem Lied 449 noch die Strophen 9 bis 10. Gott, unsere Krone. Gemeinde, wenn Sie einen kurzen Blick auf die Zeit dieses Textes werfen, 1666, und wenn Sie, bin jetzt drüber gestolpert, Gott ist das Größte, das Schönste und Beste, da haben wir schon das Gendern von Gott. Gott ist nicht der Größte, der Schönste und der Beste, sondern das. Ja, das nur so nebenbei. Manchmal entdeckt man hier, also ja, auch in so alten Texten, Bilder, die einen doch verblüffen lassen. Manchmal ist es auch so, man macht sich im Juni, so wie wir, Gedanken darüber, wofür können wir sammeln, ja, also im Sommer. Wofür können wir die Kollekte sammeln? Wofür können wir quasi ja Ihnen jede Woche aufs Neue ein paar Gedanken mitgeben? Woran kann man denken? Es gibt so viel Nöte. Und wir versuchen ja immer besonders dorthin zu schauen, wo vielleicht andere nicht mehr so genau hinschauen. Und haben uns da im Juni gedacht, wir möchten sammeln für die Diakonie Katastrophenhilfe, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, die wir groß unterstützen, für eine Aktion, die sie in Griechenland haben. Nämlich hier steht Hilfe für Flüchtlinge in Thessaloniki. Und es hat sich in der letzten Woche etwas ereignet. Vielleicht muss ich kurz zurückgehen. 2015 war ja die große Welle der Flüchtlinge. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, einfach nur, es sind mehr als 850.000 nach Griechenland gekommen, die meisten aus Syrien, Irak und Afghanistan, und die meisten sind ja weitergereist. Aber viele der Flüchtenden, und auch jetzt kommen immer wieder welche nach, sind ja in den Auffanglagern in Griechenland ja sozusagen derzeit
noch immer und war noch über die Jahre. Und die Diakonie-Katastrophenhilfe hat, kann ja nicht alles machen, in Thessaloniki ein Tageszentrum gebaut, beziehungsweise mitgeholfen zu bauen, um dort den Menschen nicht nur Flüchtenden, sondern auch Menschen, die unter schwierigeren finanziellen Situationen in Griechenland leben, also auch Griechinnen und Griechen einzuladen, hier in diesem Tageszentrum verschiedene Dinge einfach zu bekommen. Sie bekommen dort eine Mahlzeit, ja, oder mehrere Mahlzeiten am Tag. Sie bekommen dort auch soziale Güter, die sie brauchen. Ja, man glaubt ja nicht, dass auch Griechen und Griechinnen obdachlos dann einen Schlafsack benötigen und Decken, wenn es dann kalt wird. Auf jeden Fall, Frühstück wird angeboten, mehrere Mahlzeiten über den Tag für mehr als 100 Personen am Tag. Es gibt Waschmaschine zum Waschen, Waschräume und ja, Hygieneartikel und Kleidung wird verteilt und vieles mehr. Und das Tolle ist in diesem Tageszentrum, man bietet auch Tanzkurse an, Sprachkurse, Kochkurse, gemeinsame Museumsbesuche, einen Raum für die Kinder zum Spielen. Das Ganze bringt natürlich dann auch den positiven Effekt, sie lernen sich kennen, man lernt sich kennen vor Ort. Aktuell jetzt in der letzten Woche, Sie wissen, in Griechenland starke Brände, auch die Gegend ja, nördlich von Athen bis hin nach Thessaloniki hat es ganz schwer getroffen, trifft es noch immer mit Temperaturen weit über 40 Grad. Jetzt wieder in der nächsten Zeit rechnen Sie damit. Und da hat dieses Tageszentrum ja auch einen ganz, ganz großen Wert jetzt in dieser Zeit, weil nämlich von dort aus die Hilfe natürlich ja in die umliegenden in die Häuser zu Familien, wo man sich früher nie gedacht hätte, Hilfe weitergeben kann. Es kann auch ein Versammlungsort sein. Deshalb sammeln wir eben für dieses Tageszentrum ganz speziell in Griechenland, in Thessaloniki, über die Diakonie Katastrophenhilfe. Wir bedanken uns ganz großzügig für die Kollekte vom letzten Sonntag in der Höhe von 150 Euro. Vielen Dank an der Stelle. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ja, so viele Sträuße hatten wir noch nie. Meistens steht da einer. Jetzt haben wir vier. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie einen mitnehmen wollen. Wir packen ihn gerne ein, den mitzunehmen. Sie müssen auch nicht die 22 Euro diesmal zahlen, sondern Sie können entweder gegen eine Spende oder auch einfach ja das Brautpaar oder das Hochzeitspaar, das Traupaar, das gestern hier geheiratet hat, Franz und Mario Nader, haben eben versucht in Regenbogenfarben. Und Sie sehen auch hier an den Bänken, ja, die Regenbogenfahnen. Es gibt nur einen Fehler, habe ich gemerkt, ganz hinten, aber sonst ist die Regenbogenflagge hier schön drin. Und sie haben gestern hier sehr schön gefeiert und es war ja eine große, feine Trauung, wieder mal. Ansonsten gibt es noch die Gemeindefahrt, die gemacht wird ins evangelische Grenzland, evangelische Welt des Grenzlandes Bad Radkersburg. Wenn Sie Interesse haben, es steht hier die Telefonnummer bei Schwester Elisabeth, Gemeindepädagogin unserer Gemeinde. Einfach anrufen, wenn Sie in der Zeit vom 1. bis zum 3. Oktober noch mitfahren wollen. Es gibt noch Eisplätze. Hab ich gehört. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Woche. Ich wünsche Ihnen vor allem ja, viel Kraft, viel gute Gedanken. Vielleicht auch den einen oder anderen Rockzipfel, den Sie ergreifen können, den Sie plötzlich finden, der Ihnen auffällt, den Sie vorher so nie gesehen haben, der Sie auch auf einen guten Weg bringt. Und so gehen wir hin und stellen uns unter den Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch Frieden. Amen. Und das Abschlusslied wollen wir noch das Lied Vertrauen wir den neuen Wegen, vertraut den neuen Wegen 395 singen. Leider, wie gesagt, mit Maske beim Singen. Thank you.
herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren Organisten heute, Herrn Anton Brewis. Vielen Dank.